Wo stehen wir bei VD zum Thema Fluorcarbone? Was haben wir bisher erreicht? Die komplette Bekleidungskollektion ist seit Sommer 2014 PFOA-frei. Das ist die ganz besonders kritische Fluorcarbonsubstanz. Die haben wir vollständig schon raus aus der Kollektion. Als nächsten Schritt haben wir alle wasserabweisenden Produkte vollständig auf fluorcarbonfreie Technologie umgestellt. Das sind zum Beispiel Softshells oder Trekkinghosen. Die haben auch ein sogenanntes Eco-Finish-Zeichen im Produkt selber. Das ist das VD-Zeichen für fluorcarbonfreie, umweltfreundliche DWR. Als nächstes arbeiten wir daran, unsere wasserdichten Produkte umzustellen auf fluorcarbonfreie Technologie. Das ist schwierig, weil wir da bisher noch nicht vollständig die gleiche Performance der Textilien erreichen konnten. Sie haben einfach dann weniger Schmutz- und Wasserabperleffekt als mit Fluorcarbon. Das führt zu einem Tragekomfortverlust. Damit sind wir bisher nicht zufrieden und deshalb forschen wir da weiter und verwenden so lange bei den Modellen dann noch C6-Fluorcarbon-Technologie. Unser Ziel ist, dass wir bis 2020 allerspätestens komplett aus Fluorcarbon ausgestiegen sind und stattdessen umweltfreundliche, fluorcarbonfreie DWR-Technologien anwenden.